Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge und auch Aufnahmesession. Oh, ich bin irgendwie so. Mein Stuhl ist irgendwie so weit weg. Gleich nochmal ein bisschen einstellen. Zur nächsten Folge. Sind das schon hier Spoiler für die nächsten Filme, sag ich schon? Games wäre ganz witzig, ne? So. 2 Stunden Verzögerung. Ich wollte eigentlich vor 2 Stunden schon aufnehmen. Deswegen habe ich hier eine kalte Ravioli-Dose stehen, die ich halb gegessen habe. Ich jetzt keinen Bock hatte, mir jetzt noch irgendwas zu essen zu machen. Ich wollte endlich anfangen aufzunehmen. Alles läuft, ne? Ach, mach keinen Scheiß, ey. Ja, endlich. Wobei... Gorge-Ammo? Aber das kann ja nur Schrotflinte sein. Boah, jetzt sitze ich hier aber echt ein bisschen kacke, ey. Shitty. Das Einzige, was ich jetzt gerade nicht eingestellt habe. Feedback Report. Problem, wir haben eine negative Rückmeldung heute, weil jemand versucht hat, etwas auf den maximalen Einstellungen zu spielen. Und nicht versucht hat, das Minimum rauszuholen. Resolution, das Ergebnis ist 1500 Pfund an hoch teuren Gaming-Setup sind im Arsch. Warte. Hallo? Verschenken Sie bei jedem Kauf ein leistungsstarkes Gaming-Set? Was? Habe ich jetzt das obere so falsch verstanden? Warte. Wir haben heute eine negative Wertung erhalten, weil jemand versucht hat, mit maximalen Einstellungen zu spielen und nicht einmal die Mindestanforderungen erfüllt hat. Okay. Ja, oh, scheiße. Ja, sehr gerne. Also könnt ihr gerne machen. Hätte ich mir den Rechner hier auch schenken können. Wo sind wir denn hier nochmal drin? Okay, in irgendeinem Gaming-Ding, ne? Scheint so. Hier bei Amazon bestellt. Controller. Oh, ist das eine alte PSP? Das sieht aus wie so eine nachgemachte PS2 so irgendwie. Ich habe mich übrigens, Leute, sehr alt gefühlt, als ich gesagt habe, so ja, unterwegs am PSP spielen und die jungen Menschen um die 20 nicht wussten, wovon ich rede. Wussten nicht, was eine PSP ist. So, nicht quatschen, zocken. Man merkt, wir brauchen unbedingt mal wieder einen Livestream, aber es dauert leider halt noch ein bisschen mit dem Internet her. Deswegen mit dem, was ich gerade habe, kannst du halt einfach knicken. Team Blieber. Big Horror Game Coming. Ich sehe ein paar. Okay. Team Blieber still haven't relieved a release date for the Quiet Hill 2 Remake. It's make me nervous. We can't release a month either side. Ja, also ich habe mir schon gedacht, bei Big Horror und dann Team Blieber, das ist das Team Blober damit geweiht ist. Und ich sage immer Blubber. Aber das ist ja eigentlich 2 O's und nicht 2 B's, ne? Blubber, Blubber. Ja, Anspielung auf Silent Hill 2. Aber dafür gibt es ja jetzt schon länger ein Release-Date. Und der ist ja auch dieses Wochenende. Zumindest, wenn man die Vorbestellung getätigt hat, wie ich natürlich. So, nicht wieder abweichen. It's going to be a massive and will take up a lot of the headlines for horror. Plus I playing it myself for a while. Okay, Framerate. Wer hat das denn geschrieben überhaupt? Nathan Seedhouse to James. Und da hat er an sich selber geschrieben. Was? We need to optimize. Wir müssen das optimieren. Wir brauchen 60 FPS. Don't... ja, unterschätzt das nicht, wie wichtig das für Spieler ist. Okay, und wir brauchen unbedingt ein Key Rebind.
weil wir da auch schlechte Rezensionen bekommen haben, weil wir keine haben. Was ist denn Key Rebind? Sagt mir jetzt gar nichts. Okay. Gut. Vielleicht hat er kein Notizsystem oder so und schreibt sich deswegen einfach. Rubber ist voll. Boah, ich muss mal eben. Ich hoffe, ihr habt auch was zu trinken. Und zu essen am Start. Aber wie ihr hört, ich muss mir gerade eben was zu trinken aufmachen. Wahrscheinlich, weil ich jetzt gerade so schnell die halbe Dose Ravioli runtergeschlungen habe. Prost, warte. Peach. Leute, Peach. Einer meiner Top 5. Weiter geht's. Ach, der Monitor ist an. Okay, ich dachte, was blinkt denn da? Was leuchtet denn da so grün? Okidoki. Ja, das so. Das war jetzt einfach, ne? Die. Ich musste es ja sagen. Ah, ich habe den Satz nicht mehr ganz ausgesprochen. Ich wollte gerade sagen, das war ja das erste Mal einfach, dass wir halt irgendwie ein Blueprint irgendwo bekommen haben. Ich musste es ja sagen. Shitty. Wir haben ja alles eingesammelt. Cool. Gute Idee. Man ist halt verwirrt. Man denkt so, hä, nur ein Raum und man musste diesmal überhaupt keinen Boom Boom und so. Ja, okay. Aber in Ordnung, ne? Hey, kein Karies. Keine Löcher drin. Jo! Keine Paranoiose und so. Hier sieht es schon ein bisschen anders aus. Zahnfleisch bluten und mass. Ich glaube, wir sollten nicht in so ein Loch einfallen, ne? Ich habe gerade erst gedacht, wir müssen da reinspringen. Das ist gar nicht. Ey, wie viele Gegner sind denn hier? Wir haben gar keine Muni mehr. Wir haben nur noch 18. Ich wollte nämlich jetzt eigentlich gerade mit euch rausgehen und Schrotmunition herstellen. Ja, okay. Ich meine, wir haben First Aid ohne Ende und. Da sind diese Dinger, die wir vorhin im Museum auch, wo wir das eine. Ach, die Feeders, die sind schon hart, ne? Die sind schon krass. 4 Stück! Okay, let's go. Woo! Und der da hinten, der juckt sich gar nicht als seine Boys hier, dass die gerade zerschnetzelt werden. Wir haben ja noch unsere geile Kettensäge. Von daher. Ah, okay, da sieht man. Da dürfen wir nicht so nah dran vorbeilaufen. Ja, mal kurz nachladen. Cool, der hang fest. Haben wir Glück gehabt. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass ja in der Schrotflinte noch was drin sein könnte. An Munition. Dieses Platschen auf dem Boden. Oh, sag mir, da ist bitte schon der Ausgang. Oh, sieht so aus wie zur Straße.
Nee, ein bisschen lange, aber okay. Also ich bin echt sehr, sehr positiv überrascht von diesem Spiel. Also Welcome to Handball habe ich wirklich so als trashiges Indie-Horror-Game-Spiel im Kopf. Das würde ich hier jetzt so gar nicht bezeichnen. Oh, den haben wir, glaube ich, schon getroffen, den Typen, ne? Wenn er damit gemeint ist. Oder es ist eine Anspielung auf, aber da müsste der eigentlich Motorrad dabei haben. Wie heißt der nochmal? Mit Nicolas Cage, der Film. Komm jetzt nicht drauf. Aber das Spiel hier ist irgendwie, also das ist qualitativ, ist das richtig geil, finde ich. Also erstmal, dass es geil aussieht, so. Und ich finde diese optionalen Sachen hier, die machen einfach Spaß zu erkunden. Also man kriegt diese Blueprints, die sich absolut lohnen. Wir rennen mal oben eben und stellen uns mal so ein paar Schrotis her. Nur ein bisschen, wir finden ja eigentlich immer genug. Aber dass wir wieder so ein paar dabei haben. Also man findet halt geile Waffen und auch, dass man halt immer irgendwelche Infos bekommt, die man lesen kann, die halt ganz cool sind. Also. Und es gibt halt auch viel zu erkunden, ne? Es lohnt sich halt einfach. Ich hasse das, wenn du so ein Spiel hast, wo du überall rumlaufen kannst und, glaube ich, noch ein Stück weiter. Du findest da nichts oder es ist immer das Gleiche. Und das ist ja auch nicht so, ne? Egal, wo wir reingehen, es sieht immer anders aus. Also, man hat immer... Ist ja hinter uns her noch? Ich bin doch schon dran vorbei, es war direkt in der U-Bahn. Ich könnte ja mal schreiben, wie ihr das so findet bis jetzt, aber kann ich nur weiterempfehlen. Auch wenn wir noch nicht alles gesehen haben, würde ich das jetzt uneingeschränkt weiterempfehlen. Das Ende können wir uns denken, das wird wahrscheinlich eh wieder irgendwas Offenes sein, dass sie noch einen Teil rausbringen können oder so. Aber würde mich auch echt freuen. So. Batterien nehmen wir jetzt nicht mit. Das füllt sich echt immer wieder auf auch, ne? Krass. Also hätten wir vielleicht doch einen Schwierigkeitsgrad irgendwie höher nehmen können. Sagte sie. In ihrem naiven Leichtsinn. So, 10 Stück kriegen wir da auch. Dann machen wir noch eine. Eine machen wir noch. Wir machen davon noch eine. Wir haben so viele Robbers, ne? Robbers haben wir echt ohne Ende. Ich hatte ja letztes Mal schon geguckt, wofür wir die brauchen, ne? Schockbomb und sowas zum Beispiel. Wir haben doch nur einen Platz hier frei. Da hatten wir die Pipe-Bombs. Dann lass doch mal die... Das ist Dynamite. Flare. Hier ist Schockbombe. Lass die mal auf... Oh, scheiße. Was habe ich jetzt gemacht? Da. Ach so, ich muss, glaube ich, Alt drücken, ne? Warte. Quatsch. Pipe-Bomb. Wo ist der denn jetzt schon wieder hin? Trickster... Habe ich jetzt fallen gelassen? Ich habe das alles fallen gelassen. Kann man das denn hier lassen? Schockbomb. Also, dass das auch nicht wegspawnt oder so. Lass das mal... Weil die Waffe haben wir ja auch schon die ganze Zeit hier liegen, ne? Dann können wir ja eigentlich auch ein paar Sachen rausschmeißen. Ja, ich guck mal hier mal im Stuhl. Können wir ja ein paar Sachen rausschmeißen und die hier lassen. Damit wir so ein bisschen, das stimmt mit meinem Stuhl nicht. Dass wir so ein wenig... Warte. Aha. Dass wir ein wenig Platz mehr haben. Wir haben halt echt, ja, wir brauchen wirklich nicht so viele First-Aid-Dinger, ey. Frage mich auch immer noch, wofür wir Glowstick haben wir bis jetzt auch gar nicht gebraucht. Und was wollte ich gerade sagen? Den Stein. Den Stein, den man ganz am Anfang. Keine Ahnung. Ich weiß doch nicht, wofür wir den brauchen. So. Und hier auch einmal. Ich glaube, da hatte ich schon. Ja, okay.
Guti, wo gehen wir denn jetzt hin? Lass nochmal auf Karte gucken. Einmal kurz gucken, ob hier safe ist. Ich höre irgendwas klatschen und laufen, aber okay. So. Ja, da weiß ich nicht, ne? Das ist irgendwie nicht durchgestrichen, ob da... Vielleicht kann man hier noch, weil hier ist ja Mauer komplett, ne? Dass man da irgendwie noch rüber kann. Wir waren jetzt gerade bei Haus Media. Könnt noch mal schauen, ob wir hier so lang laufen. Sind wir, glaube ich, gerade, oder? Sind wir, glaube ich, schon mal hier so lang laufen, dass da noch irgendwas ist. Das wundert mich ja auch, dass das nicht durchgestrichen ist. Das würde ich aber alles so zum Schluss machen. Lass mal hier so runterlaufen. Wir sind jetzt gerade hier, ne? East Forge, ne? Ich drücke immer den falschen Knopf. Immer mache ich Escape. Dann können wir in der Straße nochmal gucken, aber da war, glaube ich, nichts. Da waren, glaube ich, nur diese Häuser. Oder machen wir hier von der Hauptstory wieder was? Ach, jetzt ist das so neblig, ey. Okay, eine weiter. Da laufen wir runter und dann machen wir da unten eine Hauptstory. Wobei am Big Ben brauchen wir ja alle 4 ID-Cards, um da reinzukommen. Haben wir jetzt schon alle? Wir haben, als letztes haben wir Lord Dale Cunningham, wir haben die Frau, den Sir Michael, irgendwie sowas hieß der, ne? Und dann war das noch ein Mann. Ich muss mir unbedingt wieder Bonbons hinlegen, das habe ich letztes Mal schon gesagt, ne? Bonbons sind der Freund jeden... Jeden Streamers. Genau, die Straße... Ah, ja, egal. Hier wollte ich eigentlich so komplett runterlaufen. Ob da an der Seite noch irgendwas ist. Oh, das ist so räuspern muss. Entschuldigung, echt. Also ich hoffe, es geht jetzt gleich weg. Ansonsten... Wo habe ich denn noch Bonbons, ey? Ich weiß gerade noch, ob ich Kaugummis habe und Dextro Energy. Und Fisherman's müsste ich noch haben. Aber, oh, was habe ich jetzt? Ah. Komm, mir nämlich nicht vorstellen, dass in der Straße irgendwie gar nichts ist. Sollen wir hier nochmal eben reinkommen? Wir machen eine Folge noch mit einem Optional noch. Das eine hat ja jetzt gerade noch nicht lange gedauert. Oh, shit. Oh, 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 oh. Warte, wo sind wir reingegangen? Hier ist das irgendwie Ministry of bla bla bla. Das ist hier übel drin. Wenn das das ist, was ich jetzt gerade denke, ich habe in den Updates habe ich gelesen, dass es ja einen Ort gibt. Ministry of Truth. Oh, fuck. Okay, hier gehen wir erstmal raus. Wir können nicht raus. Wir können nicht wieder rausgehen? Ja, Leute. Okay, dann werden wir jetzt sehr oft sterben. Nehmt euch zurück und genießt den Spaß. Weil das ist der Ort, an dem ich gerade dachte. Und zwar soll der extrem gruselig sein und extrem schwer sein. Man muss hier sehr leise sein. Steht ja auch da. Be quiet. Stay back. Das ist also wieder so ein Fehler, der, ja, der erwacht, wenn wir zu nah dran gehen. Das Problem ist, wir kommen hier jetzt gerade nicht wieder raus.
Ich wäre ja jetzt erstmal irgendwo anders noch hingegangen und hätte gesagt, das sparen wir uns so fürs Ende auf. Ja. Wir müssen da an diesen Rechner dran. Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher, ob wir so nah ran können oder ob der dann nicht aufwacht. Wir nehmen mal lieber direkt die Schrot. Boah, gut, dass ich gerade... ich habe auch gedacht, so, ja, sollen wir Munition herstellen? Wir finden ja eigentlich immer so viel. Okay, Control Panel müssen wir nichts machen. Mails. Sleepers. Nachdem wir letzte Nacht die Energie ausgemacht haben, die Energie, ja. Und wir heute Morgen zurückgekommen sind, haben wir den Ort voller Sleepers gefunden. Ich weiß nicht, wie wir damit umgehen sollen. Ich denke, wir haben keine Wahl, außer das Gebäude zu verlassen. Sleepers sind viel zu gefährlich, als dass man versuchen sollte, sie zu entfernen. Und wir können auch keine Organisation finden, die das machen würde. ARC antwortet auch nicht oder ruft auch nicht zurück. Ich werde anweisen, dass all meine Mitarbeiter nehmen, was sie brauchen und dann alle sensiblen Dokumente zerstören und sich darauf vorbereiten. Umzuziehen, bis die Home Guard herausgefunden hat, das Gebäude irgendwie ja wieder in Beschlag nehmen zu können. To recover the building. Ja, das ist halt wieder, dass man halt einfach wieder da rein kann, irgendwie, ne? So, wer hat das denn geschrieben? Sailor to Home Guard Resource Management. Okay. Ich sehe da keine große Wahl. Der Home Guard kann auch das Gebäude nicht reinigen. Won't be ready to clear out the building anytime. Also weder jetzt noch irgendwann. Nimm alles und geh raus. Erinnere dich daran, bei Sleepern sollst du leise sein. Wenn du einen Mülleimer wegkickst oder auf einem harten Flur läufst, also wenn das dann deine Schuhe irgendwie so klackern oder so, reicht das schon aus, sie aufzuwecken. Und dann bist du so gut wie tot. Ich habe... Was meint er damit? I see that this lands... Diese Anleitung oder sowas. Ich werde dafür sorgen, dass dies auf Cunning Sams Schreibtisch landet, aber erwarte keine große Reaktion. Ah, okay, okay, okay. Dass er ihm Bescheid sagt, aber ja, okay. Mhm. Also, bis jetzt sind wir ja gut klargekommen. Wir könnten natürlich auch versuchen, das Gebäude hier zu clearen. Maybe machen wir das auch. Momentan würde ich aber sagen, wir haben halt nicht genug Ausrüstung. Ach Mann, ey, ich hätte gerade genau darauf achten sollen, wie dieses Gebäude heißt. Dann wäre ich hier auch nicht reingegangen. Weil ich mich eigentlich darauf dann vorbereiten wollte, wenn ich da reingehe. Also dass wir wirklich bis unter beide Arme bewaffnet sind, volle Munition haben. Aber wir schaffen... Schaffen wir auch irgendwie so jetzt. Wir schaffen das, wir schaffen das, wir schaffen das. Hier liegt alles voll mit Zeug auf dem Boden. Ich hab gerade gedacht, vielleicht ist das zu laut. Mit der, Das Ding ist halt auch, wenn die uns angreifen, werden wir unweigerlich die Schrotflinte benutzen. Und daran werden die anderen wahrscheinlich auch geweckt. Der läuft aber auch so... Achso, da können wir gar nicht lang. Hm. Da müssen wir hin.
Oh, wenn ich in so einer Situation wäre, ohne Witz, wahrscheinlich würde mir irgendwas richtig Doofes passieren, dass ich irgendwie niesen muss oder sowas. So in real. Oder ich würde mit meiner Waffe hier irgendwie so klock, klock, hier so drankommen oder so. Irgendwie sowas richtig Dummes. Weil was ist denn jetzt hier so für ein Herzschlag? Kann man hier rein? Ach, da! Da kommt das her, dieser Herzschlag. Okay. Also hier können wir irgendwie nicht durch. Da steht hier auch dieses Ding vor. Ich dachte, weil das hier so beleuchtet ist, irgendwie müssen wir hier hin. Hm. Oder ich würde hier so drankommen, so die Vase umwerfen und sowas. Aber meistens werfe ich irgendwas oder komme ich irgendwo mit meinem Poppes dran, ey. Ich habe so einen riesen Poppes und da komme ich mal... Kein Witz, ey. Irgendwie so durch Küche laufen und dann so... Ich find's witzig. Ja, hier kommen wir auch nicht rein. Okay, also bis jetzt konnten wir nur die Tür da hinten aufmachen. Ja. Ich glaube, wir kriegen die Stunde, kriegen wir so sehr schnell voll. Aber ich habe keinen Bock, dass das Ding aufwacht. Wir versuchen das erstmal sneaky. Wir haben das ganze Spiel über rumgeballert. Jetzt versuchen wir, den einen Part hier wirklich sneaky zu machen. Da können wir auch nicht. Sollen wir die Tür vorsichtig aber zumachen? Ja, ne? Ja, guck mal. Aber ich weiß nicht, ist das zu laut? Wir lassen die Tür auf. Eigentlich Quatsch, ne? Weil wir haben die Tür ja auch aufgemacht. Das hat die ja auch nicht aufgeweckt. Aber der knallt hier ja immer zu, hier, die Türen. So. Da kommen wir auch dran. Control Panel. Da ist auch nichts. Okay, Mail. Irgendwas ist nicht in Ordnung. Was? Der Strom ist ausgegangen. Und wir müssen zurückgehen. Um in das Office reinzukommen, wo alles voll mit den Sleepers ist. Bullshit. Sleepers sind sowas von selten und leben eigentlich im Untergrund. Was machen sie hier? What the fuck are they doing? Genau, was machen sie eigentlich hier unten? Also, downstairs. Was machen sie eigentlich hier auf unserer Etage irgendwie? Ich bin nicht glücklich damit. Sie setzen uns einem großen Risiko aus. They are up to something. Und setzen uns einem großen Risiko aus. Okay, das interessiert mich aber jetzt mal eben. Achso, der meint nicht die Sleepers mit. Was machen sie da unten, ne? Genau, ich bin damit nicht zufrieden. Die haben was vor und bringen uns alle in Gefahr. Ich glaube, sie haben vergessen, uns irgendeine Art von Information zu geben. Die Arbeit, die wir hier machen. Wenn hier unsere Arbeit ans Licht käme, würde das das gesamte Ministerium zu Fall bringen. Sie würden den Kopf des Direktors auf einem Pike schmeißen. Okay. Das kam von Danny zu Dean und Dean hat dann geantwortet. Dan, stopp. Hör dir selber zu. Vor ein paar Wochen hat Sof genauso geredet wie du und sie haben sie mit runtergenommen und wir haben sie niemals wieder gesehen. Sei leise, mach deine Arbeit und ja, benimm dich nicht auffällig oder so, denke ich mal. Ist das Don't ruffle any feathers? Der meint mit Sicherheit nicht, soll es nicht irgendwelche Federn rumschmeißen, sondern soll es halt nicht auffällig sein irgendwie. Wir werden das Gebäude sowieso bald verlassen. Ich laufe, glaube ich, lieber links lang. Doch, links finde ich besser. Da liegt Munition.
Ich wusste, dass irgendwas wird mich locken, dass ich ein Risiko eingehen werde. Und Munition ist es auf jeden Fall. Einmal. Komm ich dran? Okay. Wieder zurück. Bis jetzt machen wir uns gut, ne? Bis jetzt machen wir uns gut. Wer ist denn jetzt lauter geworden? Also auf dem Parkett sollten wir auch nicht laufen, weil da stand der Hardfloor. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall auf dem Teppich bleiben. Aber irgendwas... Oh, der Hintergrundsound ist... Ach, da ist auch einer. Hm. Ist das nicht Hardfloor hier? Oh fuck, ist das creepy, ey. Das ist echt creepy. Okay, wir schaffen das, wir schaffen das. Was war das? Hier ist doch gar nichts. Hier ist doch gar nichts. Willst du mich veräppeln? Hier ist doch überhaupt nichts. Ich kann nirgendwo dran gekommen sein. Ey, verarsch mich nicht, Spiel. Dann werde ich sauer. Da ist auch einer. Oh, der ganze Flur hier ist voll. Der ganze fucking Flur ist voll. Okay, wir müssen uns einfach hier rechts halten. Hier liegt nichts. Er speichert. Wäre natürlich geil, wenn jetzt hier noch irgendwie ein, zwei Mitarbeiter wären. Und die kriegen irgendwie Panik, rennen los und wecken dann alle auf oder so. Also, dass irgendwas passiert, wofür wir überhaupt nichts können und wir dann, boah, hier vorne wird gleich tricky. Okay. Hier müssen wir jetzt genau aufpassen. Ich weiß halt auch nicht genau, ab wann der, ja, wo die Range hier so ist, ne? Ich gebe mein Bestes, Leute. Hey, Sleepers. Ich habe das jetzt mit den Feelers verwechselt. Die Feelers waren ja die, wo man zu nah rangeht und so. Und die dann aufgeweckt werden. So. Fernseher und so, das fassen wir auch alles nicht an. Das macht nachher alles Geräusche. Da liegt Stuff, aber das ist mir sowas von scheißegal. Wir haben eh viel zu viel. Da liegt auch Munition und sowas, aber... Okay, müssen wir wieder vorsichtig dran vorbei. Okay, geschafft. Und dann finden wir einen Schlüssel für die Vordertür, damit wir da raus können. Wir müssen den ganzen Weg wieder zurück. Oh, er speichert nochmal, okay. Schön, schön. Gut, dass er so zwischendurch speichert, dass, dass wenn wir jetzt hier verkacken, dann wenigstens auch hier wieder anfangen würden. Da hätte ich auch keinen Bock drauf, muss ich sagen. Also, dann so komplett wieder vom Eingang aus zu machen. Dann würde ich mich einfach durchballern. So,
Da müssen wir wahrscheinlich hin. Boah, wie kommen wir denn jetzt hier dran vorbei? Hier liegt doch Müll auf dem Boden. Das macht doch auch Geräusche, oder nicht? Nee, wir haben ja schon gesehen, ich muss mal einen Schluck trinken. Ich kann mich noch an die erste Folge erinnern, wie wir irgendwie ja einfach nur durch die Tunnel gelaufen sind. Und so ganz leicht, keine Ahnung, da lagen halt irgendwie so Dosen auf dem Boden und sowas. Und die einfach mal so quer durch den Raum da so geflogen sind. Und du bist einfach nur dran, bist ja einfach nur drüber gelaufen. Stell mir gerade vor, wie wir halt irgendwie ganz leicht an irgendwas drankommen und das ja durch den ganzen Raum fliegt und dementsprechend so super krass laut ist. Da, die Dose zum Beispiel oder sowas. Da können wir nicht runter, ja, ne? Aufstehen, okay. Oh, es wäre gut, wenn man crouchen könnte. Ey, dann würde ich jetzt einfach hier so durchcrouchen. Scheiße, ey. Ich weiß halt nicht genau. Also an die Stühle passe ich auf, aber bei den Sachen hier weiß ich nicht, ey. Das sind Kippen, oder? Wären ein bisschen viele Kippen, ne? Boah, Dose auf keinen Fall, ey. Dose auf keinen Fall. Aber ganz links? Ja, komm, wir laufen ganz links. Da ist eine Flasche. Aber eine Plastikflasche. Jemand seinen Tomatenketchup hier verteilt. Okay, Control Panel ist nix. E-Mail. Der Direktor hat an... Der Direktor hat an Eric Chamberlain geschrieben. Der Direktor hat nach... er hat nach was gefragt. Also der hat eine ausführliche Darstellung der Ereignisse gebeten, die zur Zerstörung von Hanwell führten. Es scheint, dass mehr Menschen als erwartet Verwandte und Freunde dort hatten und antworten wollen. Wir brauchen ein offizielles Investigate. Was? Doch, ne? Ja, genau. Wir brauchen eine offizielle Untersuchung, die Ergebnisse bringt. Der eine katastrophale Kernschmelze der Eindämmungssysteme verursacht hat. Das HCPP warf die Bomben anschließend selbst ab, um das Chaos einzudämmen. Achten Sie darauf, die Menschen und Beamten von Hanwell in einem möglichst negativen Licht darzustellen. Wir können hier in Westminster eine Atmosphäre der Achtung gegenüber Familienmitgliedern schaffen, um sie zum Schweigen zu bringen. Coole Idee. Das alles auf die dann abzuwälzen, die ja eh tot sind und gar keine Stellungnahme mehr nehmen können. Dose ist gefährlich. Wir laufen mal ganz rechts lang. Jetzt nicht zu voreilig werden, aber ich glaube, da drin sind wir jetzt erstmal safe, ne? Wenn wir hier so reinkrabbeln. Wie, wir können da nicht reinkrabbeln? Wir müssen gar nicht da rein? Willst du mich verarschen? Wo müssen wir denn dann lang? Ich habe gedacht, wir müssen hier durch den Kamin und dann können wir irgendwie da hinten in einem anderen Raum und dann geht's weiter oder so. Ach du Kacke, ey.
Oh. Wir sind jetzt nur für diese scheiß E-Mail hingegangen. Fuck. Scheiße. Okay, da müssen wir erstmal... Hä, wo sollen wir denn sonst lang, ey? Oder konnten wir da durch das Tor da durch? Fuck, ey. Okay. Ja. Nützt ja nichts. Da müssen wir jetzt erstmal wieder zurück. Oh. Ach, Gott sei Dank habe ich den jetzt noch gesehen. MOT Gate Key. Gott. Hier stehe ich mir vor, ich wäre daran vorbei. Wäre zu einem Gate gegangen. Das Gate ist abgeschlossen und dann, wo kriege ich diesen scheiß Schlüssel her? Oh nein, ey. Okay, aber wir haben es ja noch gesehen. Ich muss dran denken, auch mal Luft zu holen. Versuche mich so hart zu konzentrieren. So, okay. Mal schauen, ob das Gate hier gemeint ist. Könnte ich mir vorstellen, dass wir nicht da hinten wieder hin müssen. Boah, die sehen so gruselig aus. Ja, ja, okay, hier müssen wir hin. Laufen hier lieber auch noch mal ein bisschen vorsichtig. Das sind also eine da ist eine Dose. Oh, da ist auch eine Dose. Vielleicht kicken wir die auch gar nicht weg, wenn wir langsam laufen. Kann auch sein. Vielleicht brauche ich auch an den Stellen, vielleicht hätten wir gerade auch die Munition und sowas holen können, solange man hockt. Keine Ahnung. Gott, bitte sag mir, das ist schon der Ausgang, ey. Bitte, bitte, bitte. Dahinter sind noch welche, ey. Die Frage, müssen wir jetzt da hinten hin? Da ist Munition. Ich weiß nicht, ob wir da hinten vielleicht noch irgendwas lesen können oder so. Oder ob da vielleicht auch ein Schlüssel liegt oder sowas. Aber auf dem Hartboden können wir nämlich auch crouchen hier. Ne? Shotgun-Ammo ist voll. Ja, okay, der ist aus, alles klar. Guti.
Aber stimmt, wir haben eigentlich noch gar nichts. Keine Waffe oder Blueprint oder sowas gefunden. Irgendwas muss hier ja eigentlich noch sein. Hier müsste eigentlich was richtig Krasses sein, weil das hier so ultra schwer ist, durchzukommen. Hier müsste es eigentlich die ultimative Waffe geben, bei der man mit bei jeder Anomalie irgendwie mit Headshot sofort Instant Kill. Alter, ey, wenn die jetzt hier aufwachen, wir sind so am Arsch, ne? Ey, das ist ganz schön nah hier dran, ne? Leute. Ist das bitte der Ausgang? Boah, bitte lass es... Ach, wie viele sind das hier? 1, 2, 3, 4, 5, glaube ich. Dahinter ist, glaube ich, auch noch einer. Oh, das war ein Schluck Energy. Eigentlich bräuchte ich jetzt genau das Gegenteil, ne? Ein Schluck Baldrian oder so. Bin ich froh, wenn wir hier raus sind und gleich erst einfach erstmal wieder Ego ballern können. Erstmal Aggression. Okay, hier ist auch nicht so ganz so gut gelaufen für den Typen. Ich vermute, das geht noch nicht, weil wir irgendwas anmachen müssen. Warning. Loud Mechanism. Use Ear Protection. Cool. Wenn das schon so laut ist, dass da steht Ear Protection. Super. Da gibt's noch Zeug zum Einsammeln. Ja, wir gucken hier uns nochmal um. Ah, eine Bergbahn. Wobei, Shotgun ist ja voll, ne? Aber das hier können wir auf jeden Fall noch einsammeln. Boah, scheiße. Weißt du, was mir gerade einfällt? Aber nee, kann eigentlich nicht sein, ne? Wir sind gerade, als wir reingekommen sind, in dem ersten Raum rechts, bin ich gar nicht reingegangen. Ey, nicht, dass da jetzt irgendwie das Blueprint lag oder so, ne? Und ich jetzt hier völlig umsonst komplett durchgelaufen bin. Oh, das wäre übel. Das wäre übel. Dass es so richtig useless war. Was haben wir hier noch? Rubber. Oh, wenn da jetzt irgendwas gelegen hat, ey. Scheiße. Schauen wir da hinten nochmal auf Klo. Stell dir vor, bist du beim Kacken und musst dann so einen lauten Furz rauslassen und deswegen wachen die auf und zerstückeln dich. So aus Versehen beim Kacken so. Und dann alle so. Und dann kommen die rein und zerfetzen dich so, ey.
Okay, ich dachte, da wird es vielleicht noch irgendwie was geben, einen Schlüssel oder irgendwie was. Oh, shitty. Shitty. Wir müssen jetzt leider laut werden. Da hinten waren wir überall drin. Okay. Ich habe keinen Bock, den Part nochmal zu machen. Der hat da vorne nur abgespeichert, aber nicht mehr hier. Vorbereitung. Okay, I'm ready. Wir gehen weiter runter. Nix mit Ausgang oder so. Boah, das hier haben die auch echt gut gemacht, ne? Das fand ich in dem einen Teil. Wo waren wir denn da nochmal? Bei diesem Armor and Defense, wo es darum ging, dass wir da die Karte holen. Fand ich das auch sehr unangenehm mit diesem Find a Way Downstairs. Ach so, das war auch unsere Mission. Fand ich das auch sehr unangenehm, dieses Herzklopfen mit diesem roten Pochen hier. Das ist sehr unangenehm. Okay, hier müssten ja eigentlich, wenn, dann normale Gegner sein, ne? Gehen wir erstmal hier lang. Probe 42. Sample. Ja, doch, könnte irgendwie so sein, ne? Blueprints sind fertig. Sie sind im Containment Lab. Sei vorsichtig, wenn du eine davon synthetisierst. Wir können nicht riskieren, einen Ausbruch riskieren. Wir können keinen Ausbruch riskieren, solange die Staffex, das Staffex Project nicht fertig ist. Okay. Ah, endlich mal wieder ein First Aid Kit. Rubber ist immer noch voll, logischerweise. Okay, jetzt sammeln wir alles andere ein. Eigentlich müssten wir... Ah ja, hier ist noch was. Hier sind wir gerade einmal so rumgelaufen. Wie hat dieses Labor 50 Türen hier so? Wieso hat dieser Raum von jeder Seite irgendwie mehrere Containment Lab? Da müssen wir rein. Da ist das Blueprint drin. Door Control vom Laboratory Terminal. Wahrscheinlich kommen die gleich hier runter oder irgend so ein Scheiß, ne? Und deswegen sind die auf 50.000 Türen, damit die auch bloß von jeder Seite kommen können. Ey, kann mal ruhig zubleiben hier. Es sind schon genug Türen auf. Hm. Irgendwo muss da hier ein Computer sein, wo wir das dann steuern können. Sollen wir die Türen eigentlich zumachen? Nee. Ist das denn der Raum hier? Ja, ne? Ist ja der Laborator. Laboratorraum. Footstep Suppressor required in this area. Dass man leiser ist, oder was? Suppressor? Das ist irgendwie...
Die gehört zu Wasser. Mm. Ja, ich weiß, das ist kein anderer Raum. Das ist ja hier einmal komplett. Oder warte. Hier kommen wir ja nicht zurück. Da steht auch nichts dran. Laboratory Terminal. Das muss ja hier drin sein. Wenn das nirgendwo dran steht, wird ja das das Labor sein und hier wird dann ein Terminal sein. Ich gerade. Das ist hell, ey. Oh. Also Geräte. Ich gehe davon aus, dass irgendwo ein PC wieder sein wird. Da ist er doch, ey. Blindfisch, ey. So, nachdem wir die Covid-19-Population getestet haben, haben wir invalide Daten. We gained data on the potential to spread and influence behavior. Ah, dieses Wort behavior, warum vergesse ich das immer? Nach unserem Erfolg mit dem Covid-19-Test haben wir wertvolle Daten zum Verbreitungspotenzial und zur Verhaltensbeeinflussung gewonnen. Wir haben einen neuen Stamm synthetisiert, genannt Sample 42. Wir haben isolierte Elemente der Sleeper-DNA eingebaut und sind davon überzeugt, dass Sample 42 weniger tödlich als Covid-19 ist und das Potenzial hat, eine viel größere Wirkung bei der Bevölkerungskontrolle zu haben. Ich glaube, wir haben einen Durchbruch erlebt. Die Propagandisten da oben werden bald nicht mehr benötigt. Okay, also es soll die Leute kontrollieren. Dafür ist es da. Dafür machen die Tests, dass die einfach nur die Leute steuern können. Wo sind die? Sind die jetzt daher gekommen oder kommen die gerade vom Aufzug? Also von dem anderen Aufzug. Okay, da scheint nichts zu sein. Ach, da drin sind wir. Ah. Da sind welche drin. Dachte, ja, okay. Mhm. Sowas kann ich ja auch immer nicht verstehen, wie man solche Exemplare dann überhaupt irgendwo aufbewahren kann. Da ist Sample 42. Was mache ich denn damit jetzt? Ja, mach mal weg da jetzt. Hallo. Aha. Ich habe gar nichts gedrückt, ey. So, das ist aber jetzt irgendwie auf der anderen Seite. Komme ich jetzt direkt raus? Oh, was für eine anstrengende Folge, my friends. Wir laufen mal eben zu dem hier runter. Das wäre die Richtung.
stellen mal eben so ein Teil her und dann machen wir erstmal, oder ich zumindest mache ein kurzes Päuschen. Gehe mit meinen Hunden raus. Okay. Und dann mache ich gleich weiter mit der Aufnahme. Dann kann ich mich ein bisschen entspannen beim Gassi gehen, mehr oder weniger. Oh. So, Samples 42. Dafür brauchen wir zwei Rubber, das ist ganz gut. Dann werden wir die Teile auch endlich mal los. Okay. Releases a noxious gas, causes some anomalies, extreme pain and death. Es geht ja dann schon in die Richtung, wie ich gehofft habe. Ne? Ich habe ja gesagt, ich hoffe, bei so einem krassen, also, dass man durch so eine extrem gefährliche Gegend laufen muss, müssen wir auch irgendwas extrem Cooles bekommen. Müssen wir aber schauen, wie cool das wirklich ist, wie gut das funktioniert, ne? Wir setzen das mal auf die 1 und probieren das auf jeden Fall in der nächsten Folge mal aus, inwieweit uns das wirklich weiterbringt. Bin gespannt. Bis zur nächsten Folge. Meine Kamera geht nicht aus. Jetzt aber. Tschüss.